riesig. Jetzt können wir endlich wieder das nächste Highlight bestreiten. Ja, ich freue mich riesig auf die Reise. Ja, klar. Juventus ist eine grosse Mannschaft mit viel super Spielen. Top-Niveau. Ja, ich glaube, wenn man sieht, wie sie die heimische Meisterschaft dominieren, wird sicher ein extrem hartes Spiel für uns. Es ist eine Top-Mannschaft mit Spielern, die wirklich Weltklasse sind. Von dem her wird das Herzstück Arbeit für uns. Ja, ist auch für mich Neuland. Jetzt habe ich bis jetzt Menü dann daheim gehabt. Jetzt freue ich mich wirklich, auswärts machen, gegen das Top-Team zu spielen. Von dem her wird sicher ganz speziell die Mannschaft, die meistens sind wirklich extrem stark. Von dem her müssen wir wirklich versuchen, die bestmögliche Leistung an den Tag zu bringen. Das Meisterschaft ist okay. Das ist Thun oder Basel. Das ist aber eine gute Mannschaft. Aber Turin ist ein anderes Niveau. Ja, Turin ist ein anderes Niveau, aber vielleicht unsere Mannschaft spielen mit Freude, mit Aggressivität. Schauen nach dem Spiel, Furiosität. Ja. Diesen Monat ist ein spezieller Monat, Englischwoche. Jede Woche ist die Englischwoche, aber ich spiele jede drei Tage. Aber für mich ist es super, kein Problem, aber ja. Normal ein bisschen müde, warum? Viel Spiele. Ja, ich glaube, mental ist jeder sicher frisch. Selbst wenn er schwere Beine hat, dann läuft das an diesem Abend von allein. Weil, das sind Kindheitsträume, die in Erfüllung gehen. Da ist jeder wirklich zu 100% ready. Egal, ob er ein bisschen geschwächt ist, ein bisschen Schmerz hat, das vergisst man dann auch im Adrenalin. Ich glaube, der Trainer hat irgendwie das richtige Handling, egal wer er wechselt, was er macht, das kommt gut raus. Jetzt hoffen wir, dass wir irgendwie den Schwung können, die Champions League mitnehmen können.